So schnell kann es gehen. 3 Tage schon fast wieder vorbei. Die letzte Keynote dieser JAX. Ich hoffe, ihr seid alle noch frisch. Jetzt haben wir noch einen Nachmittag vor uns. Und ja, viele von euch sind am Freitag noch zu Workshops. Auch hier. Die Keynote, die es jetzt anzukündigen gilt, handelt von dem spannenden Thema DevOps. Und ich erinnere mich noch an die allererste DevOps-Keynote, die wir auf der JAX hatten, das war die VJAX in München. Da ging es wirklich darum, dass Developer und Operations-Leute einfach mal ein Bier zusammen trinken gehen sollten. Ja? Naja, das waren die Anfänge der DevOps-Idee, irgendwie mal das Eis zu brechen sozusagen und ein Stück weit Empathie zu entwickeln. Das heißt also, versuchen Einblicke zu entwickeln, wie die andere Seite denn denkt und was die andere Seite so denkt und handelt, wie sie denn denkt und handelt. Weil sich das natürlich manchmal etwas absurd anfühlt, wenn man keine Einblicke hat. Naja, über die Jahre ist aus der DevOps-Bewegung eigentlich eine massive, ja, ich will nicht sagen Disziplin geworden, aber doch sozusagen eine massive Anstrengung geworden, sehr viel in Unternehmen zu verändern. Und ich persönlich finde eigentlich ganz faszinierend, dass gerade im Umfeld von DevOps man sehr viel einerseits darüber spricht, sozusagen über Unternehmenskultur und Vorgehensweisen, meistens eben auch agile Prozesse auf der einen Seite und auf der anderen Seite jede Menge Technologien und dass es so eine ganz spannende Wechselwirkung eigentlich auch gibt. Es gibt Technologien, die so DevOps-artige Prozesse unterstützen und es gibt eben auch DevOps-artige Unternehmenskulturen, die wiederum sozusagen den Einsatz bestimmter Technologien eben auch nahelegen. So hängt das beides miteinander zusammen. Die Keynote gibt es Einblick, wie die Leute bei GitHub das machen. Ja, einer der meistbesuchten Websites der Welt wahrscheinlich. Ihr seid da bestimmt auch ganz viel drauf. Was die gemacht haben, was die gelernt haben, wie sie angefangen haben. Und unser Keynote-Sprecher, Johannes Nicolai, ist früher einer der Subversion-Entwickler gewesen. Das heißt, wir haben uns eben schon unterhalten. Vor mehr als 10 Jahren gab es hier jede Menge Subversion-Talks auch hier auf der Konferenz. Ja, jetzt ist er bei GitHub und gibt uns spannende Einblicke. Und deswegen würde ich sagen, begrüßen wir Johannes Nicolai. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zur letzten Keynote, DevOps at GitHub Speed. Was wir mit GitHub Speed meinen, sind unter anderem 500 Deployments, also Änderungen in der Produktion auf github.com, einer der meistbesuchtesten Webseiten der Welt, aber auch unsere Fähigkeit, mittlerweile die größten DDoS-Attacken der Welt mit 1,7 Terabit pro Sekunde in wenigen Minuten abwehren zu können. All das ist Teil von DevOps, all das wird heute etwas genauer vorgestellt. Aber als erstes haben mich meine amerikanischen Kollegen ein bisschen geärgert. Die meinten, Johannes, du bist jetzt in Deutschland auf einer deutschen Konferenz und sprichst über DevOps und Deutsche sind immer sehr, sehr präzise, exakt, die wollen Definitionen sehen. Also zuerst eine DevOps-Definition, weil wenn man 500 Leute hier im Raum fragt, kriegt man wahrscheinlich auch 500 verschiedene Antworten, was DevOps ist. Also gar nicht so eine blöde Idee vielleicht. Eine Definition zu geben, was GitHub unter DevOps versteht. Und wir haben uns nicht die 501. ausgedacht, sondern die von ThoughtWorks genommen. Die wurde zum Beispiel auf dem Berlin DevOps Days vorgestellt. DevOps als vordergründig eine Kultur, bei der Menschen unabhängig von ihrem Titel und ihrem Hintergrund zusammenarbeiten, um sich neue Systeme auszudenken, die zu entwickeln, die zu deployen und dann auch zu betreiben. Und das Schöne von Kens Definition von ThoughtWorks ist, die erlaubt auch gleich ein Gedankenexperiment, einfach mal das Wort DevOps zu ersetzen mit Kultur in Stellenanzeigen. Ist furchtbar lustig, da kommt man dann auf sowas wie der Kulturingenieur, macht nicht unbedingt Sinn. Also es ist einfach so der Lackmustest zu gucken, passt das Wort DevOps da gerade rein oder spielt da jemand Bullshit-Bingo. Nachdem ich ein paar Worte über DevOps verloren habe, jetzt noch ein paar ganz wenige Worte zu mir. Wie schon bereits erwähnt, habe ich meine Karriere bei Collabnet gestartet, Subversion-Entwicklung, dann später Director of Software Engineering für Garrett von Google und die letzten paar Jahre war ich dann jetzt für GitHub tätig im deutschsprachigen und im osteuropäischen Raum, wo ich für die technische Betreuung unserer größten Kunden zuständig bin. GitHub kennt ihr wahrscheinlich alle, aber vielleicht nicht alle Aspekte davon. Und damit das nicht so langweilig wird, habe ich mir auch einfach Fragen ausgedacht. Man kann auch T-Shirts, Vouchers gewinnen. Die erste Frage ist, die 4 Gentlemen auf dem Foto, das sind die, die GitHub gegründet haben. Allerdings nicht unter dem Namen GitHub. GitHub hatte ursprünglich einen ganz anderen Namen.
Und falls irgendjemand von euch den in den nächsten 10 Sekunden auf die Bühne ruft, dann kriegt er nach dem Talk ein T-Shirt, Voucher. Irgendwelche Ideen? 5 Sekunden. Das heißt, ich mache den Talk nicht allzu oft, das ist gut. GitHub hieß früher Logical Awesome. Das ist kein Witz. 2 Jahre lang hieß GitHub Logical Awesome. Und der Grund war, dass es, wie gesagt, nicht um GitHub ging. Die wollten was ganz anderes machen. Ich glaube, Familien, Fotoalbum, Sharing, Hipster Startup in San Francisco. Und die Coffeeshops, die wurden so dermaßen teuer, dass sich die Gründer gesagt haben, wir möchten lieber asynchron arbeiten. Die fanden Git ganz toll, haben den Linus Torvalds Talk damals gesehen über Git und dachten sich, das nutzen wir jetzt auch, das ist schnell, das läuft auf den eigenen Rechnern, keine zentralen Server vonnöten. Und es hat auch in der Theorie gut geklappt, in der Praxis war es für die so schwer zusammenzuarbeiten. Die haben ständig auf Twitter geschrieben, wie kompliziert das ist, und die haben dann einfach eine Web-Oberfläche oben drauf gesetzt und die GitHub genannt. Und ich denke, den Rest der Story, den kennt ihr irgendwie schon. GitHub ist dann immer mehr an den anderen Systemen vorbeigezogen. Wir haben jetzt gerade den 10. Geburtstag gefeiert, gegründet also 2008, mittlerweile über 29 Millionen registrierte Nutzer und 50 Millionen Nutzer im Monat, Unique Users, die auf die Webseite gehen, um die 80 Millionen Open-Source-Projekte mittlerweile. Aber es sind eben nicht nur Open-Source-Projekte. Die Open-Source-Projekte, ich denke, fast jeder JAX-Talk, der in dieser Woche war, der hat ein Projekt vorgestellt, was irgendwie auf GitHub gehostet wird. Aber was wir am Stand mitgekriegt haben, ist, dass sehr, sehr wenig Leute schon wussten, dass wir auch für größere Unternehmen, auch für kleinere Unternehmen die Möglichkeit bieten, das GitHub auf den eigenen Servern zu betreiben. Das machen beispielsweise die SAP mit 26.000 Nutzer, das macht Apple und auch die ganzen Firmen auf der rechten Seite aus Deutschland. Aber das hier ist kein Marketing-Talk. Ihr sollt auch was davon mitnehmen, wenn ihr euch für daran interessiert, was auf GitHub selbst zu hosten, sagt Bescheid, kommt am Stand vorbei. Aber in dem Talk hier soll der Schleier gelüftet werden, das Geheimnis hinter GitHub. Wie schaffen wir es, diese DDoS-Attacken abzuwehren? Wie schaffen wir 500 Deployments? Wie erhalten wir auch das Vertrauen der Entwickler-Community? Und das Rezept, von dem wir da ausgehen, das besteht aus 4 Zutaten unserer Unternehmensphilosophie, der asynchronen Kommunikation, quer über die Welt verteilt, ChatOps und Continuous Delivery. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein, möglichst wenig Folien und viel Live-Demo. Die Unternehmensphilosophie von GitHub, die Zen of GitHub, da haben wir ein bisschen von Steve Jobs schamlos geklaut, wenn wir sagen, wenn wir neue Leute einstellen, wollen wir nicht denen erzählen, was sie tun sollen, sondern wir möchten von den Leuten, die zu uns kommen, auch erzählt haben, was sie schon für vorherige Erfahrungen haben. Wir möchten auch von denen lernen. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo es Konflikt zwischen Menschen gibt. Das ist ganz normal, das ist gesund. Oder auch, dass es Uneindeutigkeiten gibt in der Strategie. Und dafür gibt es dann die Zen auf GitHub, so 12 Unternehmensleitplanken, wenn man so will, wie wir im Konfliktfall tatsächlich agieren. Und ich möchte einfach ein paar Beispiele dafür bringen, nicht den ganzen Talk damit verbringen, aber zumindest kurz andeuten, was wir damit meinen. Zum Beispiel gibt es dieses Keep it logically awesome, das unterste. Das erinnert an unseren ursprünglichen Namen, Logical Awesome. Und unsere Mission seitdem ist Developers First. Also im Gegensatz zu der vorigen Firma mit SourceForge, die dann irgendwann Malware gebundelt haben, hat das GitHub schon ganz von Anfang an zementiert, der Entwickler kommt zuerst. Wir werden euch niemals irgendwelche Ads servieren, werden keine Jobs einfach direkt in euer Profil reinschmeißen, obwohl ihr das gar nicht wollt. Und Entwickler sind auch Leute, die nicht unbedingt PowerPoint-Folien mögen. Sind eher Kommandozeilen. Das heißt, wenn jemand interessiert ist, die Zen auf GitHub von der Kommandozeile zu erfahren, dann geht das auch. Einfach unsere API curlen und dann kriegt ihr immer ein random Zen auf GitHub. Jetzt kommt noch mal eine Variante, ein T-Shirt-Voucher zu gewinnen, nämlich bei einem weiteren Zen auf GitHub, it's not fully shipped until it's fast. Wir haben die Beobachtung gemacht, wenn wir ein Feature releasen, was nicht responsiv ist, was nicht innerhalb von 700 Millisekunden für alle auf der Welt funktioniert, abgesehen jetzt Netzwerktraffic, den können wir nicht so richtig beeinflussen, dann nutzt das keiner. Dann kann man es eigentlich gleich lassen. Das heißt, solange das nicht unter 700 Millisekunden bleibt, wird ein Feature auch nicht geshippt. Und jetzt kommt die Idee für den T-Shirt-Voucher.
nämlich GitHub in meinem Browser. Ihr seht ihn alle. Und das ist GitHub, wie ihr es auch kennt, aber es gibt schon gewisse Unterschiede in der UI. Sieht irgendjemand einen Unterschied? Topbar, nach dem Talk bitte zu mir kommen, es gibt einen Voucher. Yay. Ja, in der Topbar sind nämlich unter anderem auch die Geschwindigkeiten, die Ladezeiten drin. Das meiste ist jetzt das JAX-WLAN, nicht das tollste, aber sorry. Aber man sieht auch, dass zumindest... Das ist gemein. Man sieht auch, wie die unterschiedlichen Subsysteme, wie schnell die in GitHub sind. Man sieht unter anderem auch, welcher Branch gerade in der Produktion läuft. Das ist richtig, wir lassen den Master-Branch selten in der Produktion laufen. Wir testen in Produktion mit einem Feature-Branch, der immer gedeployed ist. Dazu später noch ein bisschen mehr. Also die Idee ist, die wichtigsten Metriken für euch in euren Unternehmen, nehmt Information Radiator, um zum Beispiel den Jenkins-Bildstatus anzuzeigen oder eure Geschwindigkeit. Wenn euch Metriken wichtig sind, sollten die Leute die auch sehen. Ich möchte einen Zen auf GitHub nehmen, um dann zum nächsten Thema vom Kochrezept zu kommen, nämlich das Non-Blocking is better than Blocking Zen auf GitHub. Das bringt mich nämlich zur asynchronen Kommunikation. Das ist ein Screenshot von gestern, was zeigt, wo unsere Mitarbeiter weltweit verteilt sind. Und wie ihr seht, arbeiten über 66%, ach, das funktioniert nicht so gut, über 66% von zu Hause aus oder aus ihrem Wohnwagen oder aus Coworking Spaces. Die Idee dahinter ist wieder, wir möchten für jede Technologie die Leute haben, die darin am besten sind. Und wenn ein MySQL Core Contributor halt Lust hat, in Israel zu arbeiten, bei seiner Familie zu sein, dann kann der auch in Israel bleiben oder dort arbeiten, wo Leute am meisten Spaß haben, wo ihre Familie sind. Das stellt uns natürlich auch vor interessante Herausforderungen, wie Stand-ups sind sehr, sehr selten synchron zu machen. Es geht dann eher darum, asynchron zu kommunizieren. Es gibt so eine Faustregel, dass Entwickler bei uns weniger als 15% in synchronen Meetings sein sollten, damit einfach noch Zeit ist, tatsächlich was zu schaffen. Also 15%, das ist die magische Grenze. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert asynchrone Kommunikation? Die Standardantwort darauf ist typischerweise E-Mail. Innerhalb GitHubs probieren wir, E-Mails so weit wie möglich komplett zu vermeiden. Hat irgendjemand eine Idee, warum E-Mail nicht die beste Variante ist für asynchrone Kommunikation? Einfach hochrufen. Wie bitte? Zu viel Spam. Ja, andere Ideen. Wir müssen das doch koordinieren. Also, noch aus der Ecke kam was. Wegen des CC. Genau. Das ist nämlich blöd, wenn jemand nicht... Einerseits kriegt man viel zu viele Dinge und manche Dinge kriegt man nicht. Wenn man jetzt beispielsweise erst später in ein Unternehmen hineinkommt, dann kann man maximal noch riesengroße Inboxes weitergeleitet bekommen mit Gigabytes und E-Mails, was früher mal passiert ist. Aber rauszubekommen eigentlich, warum Entscheidungen in der Vergangenheit so getroffen wurden, wie sie getroffen wurden, das ist ganz, ganz schwierig mit E-Mails, weil die halt nicht durchsuchbar sind. Zumindest nicht für den, der jetzt später erst dazukommt oder aus einer anderen Abteilung dazukommt. Und in GitHub gibt es die Regel, if there is no link, it does not exist. Also eine Entscheidung, die nicht auffindbar ist in unserem System für alle, die ist de facto irrelevant und kann auch überschrieben werden. Jetzt kann man sagen, ja, toll, ihr nutzt jetzt keine E-Mails, aber was macht ihr denn sonst? Wie funktioniert das jetzt? Und da kommt wieder ein bisschen Live-Demo. Euch verwundert es wahrscheinlich jetzt nicht so stark, dass GitHub selbst sehr, sehr viel GitHub nutzt. Allerdings jetzt nicht nur für den Source-Code, you're looking at it, sondern auch für beispielsweise das Marketing-Department. Also die haben ebenso ihre Repositories. Dasselbe gilt für die Leute aus dem Legal-Department. Also die Verträge mit unseren Kunden werden beispielsweise direkt im Markdown abgelegt und dann mit Pull-Requests miteinander kollaboriert. Also das wird komplett ausgelebt. Aber jetzt habe ich gesagt, if there is no link, it does not exist. Jetzt möchte ich das auch auf die Probe stellen und suche nach der JAX in Mainz, in unserer Organisation, und finde dazu 13 Issues. Da gibt es welche für den Contract Review und für uns Eventplanung, aber der Hauptissue ist gleich oben.
Da sieht man, wann das Event stattgefunden hat oder das gerade stattfindet, wie viele Teilnehmer erwartet werden, welche von unseren Talk-Proposals angenommen wurde, wer die entsprechenden Vorträge halten wird, wie viele Sticker wir an unseren Stand geliefert haben, wie viele Cheat-Sheets, wer wann den Booth hat und dann auch die Grafiken, die im Hintergrund gedruckt sind. Da können wir uns zum Beispiel auf vorige JAX-Events beziehen, müssen das nicht nochmal machen, auch wenn ich damals noch gar nicht bei der JAX dabei bin, da ist das jetzt alles halt auffindbar. Das ist jetzt die Keynote auf der JAX vor 2 Jahren von Lee Faus und Lilly, die auch bei uns wieder dabei war, mit mir einen Talk gehalten hat. Hier sind die Proposals, das war erst alles auf Englisch, dann wurden wir angesprochen, ob wir das nicht auch auf Deutsch machen können. Natürlich ist also auch nochmal übersetzt worden. Und es gibt am Ende noch eine Abstimmung darüber mit dem EMEA-Marketing-Team. Wir wussten nicht, wie wir unsere Sachen von unserem Stand wieder zurücksenden können. Wenn ihr diese Ad-Mention hier seht, die Hand einfach mal hoch, wer weiß, was Ad-Mentions sind? Ungefähr 20%. Also in GitHub kann man entweder Teams oder individuelle Personen benachrichtigen, wenn man etwas von denen möchte. In dem Fall wird hier ein Team benachrichtigt. Die kriegen jetzt sozusagen über GitHub eine Nachricht, dass was Interessantes passiert ist. Und das war so ein Aha-Moment, als ich bei GitHub angefangen habe. Wir haben wesentlich mehr Teams als Menschen bei GitHub. Also tatsächlich mehr Teams als Menschen. Die Idee dahinter ist, dass diese Teams, die GitHub-Teams, genutzt werden können, um Gruppen in Entscheidungen einzubinden, wo man gar nicht genau weiß, wer Teil dieser Gruppen ist. Das heißt, wenn ich ein Sicherheitsreview mache, das werden wir später noch genauer sehen, dann admenschen ich einfach das Security-Team. Und jeder, der sich in diesem Thema auskennt oder informiert werden würde, der wäre jetzt Teil des Security-Teams. Jetzt könnte man sagen, es gibt tausende Teams, wie kriege ich jetzt eigentlich raus, dass da tatsächlich das entsprechende Team genutzt werden muss. Das ist in den Readmes der entsprechenden Projekte immer drin, welche Teams relevant sind, welche man in Diskussionen einbeziehen sollte. Es gab noch eine weitere interessante Sache in diesem Issue, nämlich ein Crosslink auf einen sogenannten Radar. Radars sind unsere asynchronen Stand-Ups. Das bedeutet, jede Woche macht der U-Bot einen Radar für mein weltweit verteiltes Team auf. Und dann sieht man dann, was die Solutions Engineers in anderen Regionen so tun. Calls, Sicherheitsfragebögen ausfüllen, Customer Onsites oder Konferenzen wie diese. Wir sehen auch, wer beispielsweise gerade neu ins Team gekommen ist und dem wir noch Hilfestellung geben können. Die Checklisten für deren Onboarding, das sind wieder Issues, in denen erklärt wird, was sie an Tag 1, 2 oder Woche 3 oder 4 machen sollen, um up to speed zu kommen. Und dann berichtet einfach jeder, was in dieser Woche passiert. Das war jetzt die Woche, in der ich mich auf die Keynote hier vorbereitet habe. War relativ viel los. Neben den eigentlichen Sachen, die man dann reportet, was passiert ist, kann man auch noch Dinge dort in dem Stand-up Menschen, die interessant sind. Beispielsweise, dass wir jetzt ein neues Feature haben, dass man mehrere Reviewer required, wenn ein Pull-Request gemacht wird. Oder dass wir jetzt GPG-Commit-Signing unterstützen als Voraussetzung für Protected Branches. Ja. Das beantwortet hoffentlich ein bisschen die Frage, wie man auch mit weniger E-Mails auskommen kann, weil diese Informationen sind für immer auffindbar. Die Frage ist jetzt, was wir tun, wenn es darum geht, Source Code zu schreiben oder Dokumentation zu schreiben. Und da möchte ich auch nochmal eine Frage stellen. Wer von euch hat schon mal etwas von den GitHub Flow gehört? Ja, das sind ungefähr 50% und ich denke, wenn ich das nächste Bild zeige, sind es sogar noch viel, viel mehr. Git ist besonders toll, wenn es darum geht zu branchen, aber noch besser, wenn es darum geht zu merchen. Wie Linus Torvalds, der auch Linux entwickelt hat und auch Git entwickelt hat, gesagt hat, branching is not the goal, merging is. Und das war das Problem in Subversion. Wir haben uns um das Merging nicht so doll Gedanken gemacht, als wir das Branching entwickelt haben. Und in der 1.5er-Version probiert das noch oben drauf zu setzen, irgendwie. Und dann kennt ihr vielleicht noch Tree-Conflicts und Merge-Properties und, Entschuldigung, ist halt passiert. Ja. Also wenn ihr nur eine Sache aus dem Talk hier mitnehmt, dann sollte das sein, Branching und Merging in Git ist so grundverschieden von allen zentralisierten Versionskontrollsystemen bevor, dass man nicht einfach nur sagen kann, das ist ein bisschen schneller oder so, es ist wirklich grundsätzlich anders. So etwas wie Tree-Conflicts kann es in Git technisch nicht geben. Es ist einfach nicht möglich,
einen Tree-Konflikt beispielsweise zu erzeugen. Und das bedeutet, dass ich euch alle ermuntere, auch den GitHub-Flow insoweit zu folgen, als dass ihr wirklich auch kleine Änderungen in einem neuen Branch anfangt und dann isoliert seid erstmal von der Hauptentwicklung und trotzdem schon CI-Feedback und Feedback vom Menschen bekommt. Das Vehikel dafür ist nicht Teil von Git, das hat GitHub erfunden, der Pull-Request. Wir sind so stolz auf das Feature, dass der Laptop, auf dem der Pull-Request entwickelt wurde, das Feature, der ist jetzt hinter Glas in unserem Museum ausgestellt, inklusive der Geschichte, wie das Feature entstanden ist. Also wenn ihr mal in San Francisco seid, kommt vorbei. In dem Museum gibt es noch andere interessante Artefakte, wie das Skelett der ersten Octocat. Und viele, viele interessante Sachen. So, wer jetzt noch nie einen Pull-Request gesehen hat, der wird jetzt einen sehen. Und zwar einen, der den unser CEO selbst für ein neues Feature gemacht hat. Ich zeige das vor allem wegen der interessanten Animated GIFs. Aber es ist auch interessant, dass der CEO noch programmiert. Das hat das Issue- und Pull-Request-Template-Feature eingeführt. Ich werde jetzt gar nicht in den Code reingehen, aber ein paar interessante Sachen zeigen. Einerseits die Konversation, wo auch die Screenshots drin sind, jetzt im Markdown. Dafür haben wir auch Markdown-Cheat-Sheets am Stand. Aber auch, dass der allererste Kommentar gar nicht von einem Menschen kommt, sondern von einem statischen Security-Scanner. Er sagt, lieber CEO, bist zwar CEO, aber Regex kannst du trotzdem nicht so richtig schreiben. Und erstmal eine Sicherheitslücke identifiziert und auch sagt, wie man die beheben kann. Dann wird ein bisschen darüber diskutiert und sich auch darauf geeinigt. Man sieht hier auch verschiedene Radars, die da crosslinked sind, also diese asynchronen Stand-ups. Was jetzt interessant wird, ist, dass Ad-Mentions passieren. Das heißt, das Issues-Team und das Core-Product-Team werden jetzt reingeholt in die Diskussion. Das heißt, wenn es zum Beispiel dieses Feature schon gäbe oder eine Bibliothek, dann wüssten Leute Bescheid. Nicht erst in 3 Monaten, wenn man irgendwann sich mal traut, in den Trank zurückzukommitten, weil vorher war der Code noch nicht gut genug. Nein, das passiert sofort. In DevOps würde man das Shifting Left nennen, Feedback so früh wie möglich. Und dadurch kommen jetzt ganz schlaue Leute wie zum Beispiel MDO dazu, der hat auch das Twitter Bootstrap Framework erfunden, die jetzt auch die Oberfläche für den CEO ein bisschen besser machen. Das Feature sieht jetzt etwas schmucker aus. Leider passiert noch was anderes. Vorher kommt nochmal Sentinel rein, der Security-Bot, und sagt, nochmal ein Problem. Thank you, Sentinel. Follow-up-Commit. Aber so, alles rund läuft noch nicht. Es gibt immer noch CI-Checks, die fehlschlagen, und da kann man das noch nicht entsprechend in Produktion bringen. Die zweite Sache, die passiert, ist, dass unser Product-Management jetzt drin ist. Und wer Product-Management, Product-Owner kennt, sobald die von was Wind kriegen, Scope-Explosion. Am Anfang so ein kleines, nettes Feature. Und jetzt wollen die viel, 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 viel mehr spezifizieren. Das ist ja auch schön. Ja, ich scroll jetzt mal ein bisschen runter. Aber am Ende kommen wir wieder auf die Zen auf GitHub zu sprechen. Da gibt es nämlich ein Motto, das heißt, anything added dilutes the value of anything else. Das heißt, wir sollten erstmal den 80% Use Case lösen, das unseren Nutzern zur Verfügung stellen und dann gucken, was die überhaupt davon halten, bevor wir uns hier zu Tode diskutieren, ob das Feature tatsächlich sinnvoll ist oder nicht. Und ja, Design auf GitHub, da kann auch Product Management nicht Nein sagen. Das hilft vielleicht auch, dass der CEO das geschrieben hat. Die Sache, die jetzt wieder passiert ist, AppSec, Ad-Mentions, das heißt, unser Security-Team kommt jetzt nochmal rein, sagt, ja, das sieht jetzt neben den statischen Security-Checks auch für Menschen gut aus und jetzt wird tatsächlich deployed. Und das Deployment passiert mit dieser Rakete, als Symbol erstmal in ein Branch Lab, das heißt, das guckt man sich erstmal an, wie das Feature so generell performt, in Isolation, in einem bestimmten Environment und dann geht es tatsächlich in die Produktion. Also der Branch, dieser Feature-Branch geht in Produktion, bevor der Pull-Request überhaupt gemerged wurde. Was interessant ist, gucken wir uns später an, wenn man runterscrollt, sieht man, dass jetzt nach dem Mergen auch gefeiert wird, in GitHub-Manier. Ihr müsst verstehen, wir sehen uns nicht so oft, da müssen wir uns wenigstens mit animierten GIFs beglücken. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum ich hier runterscroll, nämlich, dass es einen Blogpost gibt, der für das Feature entwickelt wird und jedes Feature bei GitHub bekommt einen Blogpost. Ich habe neulich einen Blogpost geschrieben auf githubblog.com über unsere Beziehung mit CI-Tools. Wir werden gerne mal gefragt, was ist denn das coolste, das beste CI-Tool, der heilige Gral? Und nach unserer Meinung ist das sehr, sehr teamspezifisch. Wir denken, es gibt nicht das beste Tool. Es kommt immer auf euren Use Case an.
Also ein zentrales Ding, was alle nützen müssen, das ist für keinen wahrscheinlich so richtig gut. Es ist in Ordnung, wenn das zentrale Team mehrere Tools maintaint und man sich welche aussuchen kann, aber nicht so toll, wenn es wirklich nur ein einziges gibt. Und um den Punkt auch mal zu machen, haben wir analysiert, was sind denn die 10 am häufigst benutzten CI-Tools auf github.com und dann auch noch ein paar Open-Source-Projekte verlinkt, die die entsprechend nutzen. Also guckt euch an, was ihr gerne nutzen wollt. Seid selbstbewusst. Ihr seid Handwerker. Kein normaler Handwerker würde sich statt einen Akkuschrauber einen Schraubenzieher andrehen lassen, bloß weil man damit halt auch irgendwie die Schraube reindrehen kann. Aber warum ich den Blogpost vor allem gezeigt habe, ist, dass das ebenso Code ist. In dem Fall ist es Englisch und das wird auf einer GitHub-Page publiziert. Das heißt, hinter dem Blogpost ist ebenfalls wieder ein Pull-Request. Bloß ist da die Programmiersprache Englisch, Markdown, aber ebenso mit Reviews und CI. Also unser Jenkins, als der meinen Blogpost gesehen hat, und ich bin kein Native Speaker, hat er mir ziemlich viel Passive Voice angekreidet. Wir haben aber auch noch andere CI-Checks, zum Beispiel wenn Links nicht mehr verfügbar sind oder wenn wir anfangen, blöd rumzufluchen. Mein Lieblingscheck ist allerdings der, der auf den 1. April checkt, ob wir am 1. April was releasen. Weil wir haben eine Subversion Bridge, die ist bidirektional. Wir haben dieses Feature am 1. April angekündigt. Ja. Bis heute glauben uns die Leute nicht, wie bidirektional Subversion sprechen können, aber es stimmt. Ja. Jetzt wisst ihr es wenigstens, dass es kein April-Scherz war. Ja. Also CI kann man auch einsetzen, sollte man auch einsetzen für die Programmiersprache Englisch und man kann dabei schöne Blogposts daraus generieren. Probiert auch mal GitHub Pages aus, die Möglichkeit, Webseiten statisch zu hosten, direkt aus Git Repositories hinaus. So viel zum Thema Pull Requests und asynchrone Kollaboration. Jetzt habe ich, als ich noch nicht bei GitHub war, mich immer gefragt, warum GitHub dieses komische Eichhörnchen da zeigt. Ich dachte, okay, das ist halt GitHub, die mögen Eichhörnchen und Katzen und Roboter. Aber es hat tatsächlich was damit auf sich. Das ist das Symbol für unsere Deployment API. Unsere Deployment API ermöglicht es anderen Tools, GitHub zu sagen, ich möchte jetzt diesen Branch in Produktion oder ein anderes Environment deployen und dann propagiert GitHub das über Webhook an den Deployment Agent, das kann Heroku sein oder Amazon Cloud Deploy oder Azure und die führen das eigentliche Deployment aus und geben das Ergebnis zurück. Das sieht man dann auch im Pull Request. Ist ein tolles Feature, die wenigsten kennen dieses Feature, funktioniert auch für alle Leute, die GitHub funktionieren. Das Problem ist halt, dass dieser initiale Schritt, das Deployment anzustoßen, das ist nicht in der Oberfläche von GitHub zu sehen. Das muss man über unsere REST- oder GraphQL-API machen. Und GitHub selbst nutzt dieses Feature auch als Teil von ChatOps, also direkt über den Chat gesteuert, was mich zum dritten Punkt bringt von unserer Secret Source, ChatOps. Und wer kennt Hubert schon? Mehr als gedacht. Das sind 10% bestimmt schon. Hubert ist unser Chatbot. Der funktioniert mit MetaMost, mit HipChat, mit Slack. Und der macht für uns so ziemlich alles. Wired Magazine hat gesagt, das ist eigentlich der einzige Mensch bei, ja, Roboter bei GitHub, der überhaupt so richtig arbeitet. The most hardest working GitHuber. Und um euch eine Idee zu geben, was der alles macht und kann, gehe ich jetzt einfach mal ins Produktions-Slack und gebe ein paar Beispiele. Bei meiner vorigen Firma war es immer super, super schwierig, als Entwickler Zugriff zu den Produktions-Log-Files zu kriegen. Das war ein Tracker-Ping-Pong ohnesgleichens. Manchmal 2 Tage hat das gedauert, bis das irgendwann ging. Also sowas wie Live-Debugging war unmöglich. Irgendjemand, dem das auch schon mal so gegangen ist, Log-File in Produktion? Jetzt habe ich endlich mal die 100%. Super. Bei GitHub oder in ChatOps würde ich jetzt einfach nur sagen, liebes Splunk, gib mir mal alle Sachen aus dem Rails-Controller in Produktion, die mit meinem Nutzernamen assoziiert sind und da ist das Ergebnis. Jetzt habe ich gesagt, wir deployen 500 Mal pro Woche. Gucken wir mal, wie weit wir jetzt schon sind. Ich frage jetzt mal den Chatbot, wie weit wir sind. Okay, hat auch andere Nebeneffekte. Und ja, gucken wir erstmal, was er da sagt. 350, aber es ist ja erst Donnerstag. Ja. Und was ihr auch noch fragen könnt, ist beispielsweise, wie sieht es eigentlich aus bezüglich unserer Response Time? Ich habe gesagt 700 Millisekunden, sonst darf ein Feature nicht deployed werden. Das
wird wahrscheinlich jetzt auch gerade in Echtzeit ermittelt und wird gleich auftauchen als Graph. In der Zwischenzeit kann ich schon mal über mein allerliebstes ChatOps-Kommando sprechen. Das hilft nämlich meiner 7-jährigen Tochter zu erklären, was ich bei GitHub mache. DevOps ist ein bisschen abstrakter Begriff und die Definition am Anfang hat auch nicht wirklich weit geholfen. Aber meine Tochter Sophie, die versteht ChatOps, vor allem dieses Kommando. Animate me, Anna, Elsa und Frozen. Wer hat schon mal was von Frozen gehört? Ja, also jeder, der kleine Töchter hat, der weiß, von was ich spreche. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Was hat DevOps jetzt mit 7-jährigen Töchtern zusammen? Warum muss der das jetzt in die Präsentation reinbringen? Nun, wenn man Ops fragt, was sie von Developern halten, dann kommen die genau auf 7-jährige Töchter. Die gehen zu Jax, die lernen alle möglichen coolen Spielzeuge, Kotlin, Hyper-Squeak, whatever, kennen. Das funktioniert so halbwegs mit dem Hello-World-Zeug. Und dann schmeißen die das über den Zaun und ich muss es betreiben. Kleine Kinder. Und jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Ich habe auch so einen Klicker. Jetzt wechseln wir mal die Perspektive und das ist das, was die Entwickler von Ops denken. Ne? Die denken, okay, Ops hat immer noch dieses Fußballmotto, never change a running team. Ja, und das ist von 1975 und war COBOL. Und seitdem ändern wir eigentlich nichts mehr am System. Und was jetzt neu da drüber kommt, das ist denen eigentlich egal, die scheren sich überhaupt nicht so ein Business. Uptime ist nicht die einzige Metrik, die irgendwie zählt. Und ich glaube, die Realität ist, weder Ops noch Dev sind irgendwie kleine Kinder, wir sind alle Professionals. Wir haben unsere Tools, unsere Automatisierung, manchmal hapert es bloß ein bisschen mit der Kommunikation. Und ChatOps kann tatsächlich helfen, diese Brücke zu überwinden. Am Anfang dachte ich auch, okay, ist wieder GitHub, wir haben nettes Slack, ist alles bunt und ich habe Anna, Elsa und so weiter, aber was bringt mir das jetzt tatsächlich? Und ein Augenöffner war, wie wir mit Incidents auf GitHub umgehen. Dafür möchte ich euch nochmal auf ein Gedankenexperiment mitnehmen. Stellt euch vor, in eurer Firma fällt die Webseite so langsam aus, wird immer langsamer. Was passiert dann? Typischerweise wird wahrscheinlich irgendjemand gepaged, der so einen langen Bart hat, der geht dann in den Keller. 30 Minuten später kommt er zurück und sagt, ist wieder, läuft wieder. Und alle, manchmal dauert es auch länger. Und das ist nicht eine ideale Situation, weil außer demjenigen, der das kann, weiß man eigentlich überhaupt nicht, was passiert ist. Und wenn er dann irgendwann mal keine Lust mehr hat oder ein neues Framework reinkommt, auf das derjenige keine Lust hat, dann blockiert er das einfach. Während bei der Idee von ChatOps es möglich ist, dass alle diese Kommandos zur Analyse einer Situation, wie zum Beispiel unser System wird langsamer. All das wird direkt aus Slack oder aus dem Chat gemacht. Das heißt nicht, ich gucke jetzt mal nach, wie das geht, sondern diese Kommandos werden direkt ausgeführt, wie ihr das in der Demo gesehen habt. Und jetzt können Leute, die neu im Team sind, plötzlich begreifen, was sind eigentlich die Systeme, die angeschlossen sind? Was sind die Fragen, die gestellt werden können? Als jetzt diese DDoS-Attacke reinkam, da hätten wir reagieren können wie verrückte Hühner und 10 verschiedene Leute machen irgendwelche Analysen, wahrscheinlich alle doppelt und dreifach. Und als nächstes schaltet der eine ein Rechenzentrum aus und der andere wieder ein und man kann nicht Ursache mit Wirkung miteinander korrelieren. Wenn das alles in einem Chatraum passiert, sieht man, welche Analysen laufen bereits. Was sind die Gegenmaßnahmen, das ist jetzt oben auf der Slide, die getroffen wurden, um die Situation besser zu machen? Wie ist der Konsens bis jetzt? Wie sehen die Approvals aus? Können wir schon wieder auf Status Grün gehen? All das ist an einer Stelle. Man sieht alle Systeme und wenn jetzt jemand neu in unser Team kommt, wird in dem Onboarding-Issue einfach nur diese Slack-Konversation verlinkt sein. Und damit können auch, selbst wenn solche Dinge in der Vergangenheit, wenn man noch nicht im Team war, stattgefunden haben, selbst in diesen Situationen ist es möglich, daraus zu lernen. Dabei besser zu werden, tatsächlich Entwickler und Ops an einen Tisch zu setzen. Und das Coolste daran ist, es ist alles Open Source. UBot selbst, der Chatbot, funktioniert mit Slack, MetaMost, HipChat, whatever, even IRC. Und es gibt bereits über 2000 Pakete auch für Jenkins, Nagios, was da alles angeschlossen ist. Aus dem Grund werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht besonders verwundert sein, dass diese 500 Deployments, die wir jetzt jede Woche tun,
auch über ChatOps geregelt werden. Das ChatOps-Kommando, was dort passiert, das ist das Where Can I Deploy, was erstmal die verschiedenen Umgebungen aufzeigt. Am Anfang passiert typischerweise das Deployment ins Branch Lab. Das heißt, da kriegt man jetzt eine eigene Instanz von GitHub, wo man jetzt ein bisschen rumspielen kann mit seinem Team, gucken, wie funktioniert das alles. Aber es ist eben noch nicht Produktion. There's nothing like production. Das Interessanteste an Produktion ist, es gibt nur ein System davon. Das heißt, da kann auch nur einer gleichzeitig seinen Branch testen. Deswegen haben wir eine Schlange, eine Queue zum Anstellen. Da kann man sehen, wer gerade, ganz oben in der Slide, wer gerade testet, sich dann selbst in diese Schlange einstellen, Queue me to deploy, und wird dann automatisch benachrichtigt, sobald der Test in Produktion von anderen fertig ist. In der Zwischenzeit wird der Code auch schon optimiert und gemerged mit allem, was sozusagen schon vorher deployed wurde. Und dann geht es schon los und man kann tatsächlich in die Produktion deployen. Typischerweise nicht alles auf einmal. Wir machen Canary Deployment, wie damals in den Bergwerken. Kohlenmonoxidvergiftung waren an der Tagesordnung, aber kleine Kanarienvögel sind gestorben, bevor die Bergleute gestorben sind. Das heißt, wenn der Kanarienvogel gestorben ist, den man mitgenommen hat, dann wusste man, hat jetzt noch 2 Minuten rauszukommen. Genau das ist Canary Deployment auch. Das heißt, wir werden einfach nur von jeder Art von Server einige updaten. Und wenn es dann auf denen rund läuft, besteht auch die Möglichkeit, alle danach abzudaten. Sonst passiert ein Rollback. In dem Fall wäre das dann, dass der Master Branch deployed wird. Also immer wenn bei GitHub der Master Branch deployed wird, ist irgendwas nicht so ganz cool gelaufen. Und da ich den Talk auch ab und zu in Amerika mache, von der Rechtsabteilung nochmal, Canary Deployment hat nichts mit echten Tieren zu tun. Hier ist niemand gestorben. Ja, wenn dann tatsächlich der Deployment in die Produktion passiert ist und das dort gut läuft, kann das dann auch alles gemerged werden. Ich kann euch auch am Stand noch zeigen, dass wir noch doppelt und dreifachen Boden haben. Meine Zeit läuft hier bloß gerade ein bisschen ab. Das heißt, wenn typischerweise, wenn das Thema ChatOps kommt, kommt die Antwort, ja, das ist aber ziemlich, das ist ja ziemlich cool, aber, und jetzt wird ein Standard genannt, ITIL, Basel, GDPR, SOX und so weiter und so fort. Wir haben Kunden wie die Deutsche Börse, die das selbst mit der BaFin hinbekommen haben, so ein System aufzusetzen. Also es ist nicht so, dass bloß weil jemand ISO 26262 buchstabieren kann, das bedeutet, dass ihr das nicht zumindest mal ausprobieren kann. Man kann das mit dem kompletten Audit Trail über alle Systeme compliant machen. Lasst euch da nicht abschrecken. Ja, und das ist auch schon das Ende von dem Kochrezept. Common Philosophy, überlegt, was euch wichtig ist, kommuniziert das. Beispielsweise Information Radiator für die Sachen, die wirklich relevant sind. Asynchrone Kommunikation, probiert das einfach mal aus, vielleicht mehr über Issues zu kommunizieren als über E-Mail, dann findet ihr eure Entscheidung auch noch wieder. Und die Möglichkeit, vielleicht auch GitHub Pages für eure Dokumentation zu nutzen, die dann auch zum Code passt. ChatOps als Variante, DevOps zusammenzubringen und schönes Onboarding zu machen. Und Continuous Delivery, diese Deployment API mit dem lustigen Eichhörnchen, die ist real, auch wenn es ein Eichhörnchen ist. Am Ende ist euch vielleicht aufgefallen, dass relativ viele Roboter jetzt drin vorkamen. Einerseits diese statische Code-Analyse, andererseits das ChatOps. Wir werden auf GitHub immer mehr Roboterhilfe anbieten. Sowas wie ein freundlicher, ich sage jetzt nicht Karl Klammer von Microsoft, das kann falsch verstanden werden, aber eben freundlicher Pair-Programmer, der da ist und sagt, hey, den Code, den du gerade schreibst, eventuell hat den jemand anders schon besser geschrieben oder der wird wahrscheinlich nicht performen oder schreib doch nochmal einen Unit-Test oder du hast dir gerade eine Dependency eingefangen mit einem Exploit. Das heißt, am Ende bin ich dann doch eigen und muss noch die 502. Definition von DevOps bringen. Ich ändere die vom, wow, das war schnell, ich ändere die vom Ken jetzt einfach mal ab. Eine Kultur, in der nur Menschen eine Rolle spielen, denke ich. A culture where people and robots, regardless of title or background, work together to imagine, develop, deploy and operate a system. Ist auch eine schöne Definition. Am Stand beantworten wir viel mehr Fragen. Danke für eure Zeit. Vielen Dank, Johannes Nicolai. Wir sind soweit.
Das war, wie gesagt, die allerletzte Keynote dieser Konferenz JAX 2018. Ich möchte nochmal ganz darauf hinweisen, dass wir sehr, sehr dankbar sind, wenn ihr alle Sessions, Talks, Keynotes etc. seht, bewertet durch die App. Ihr kriegt natürlich geile T-Shirts. Ich habe gesehen, schon viele haben sie schon angezogen. Ja. Vergesst nicht, euch das T-Shirt abzuholen. Das war die eine Sache. Und last but not least natürlich nochmal möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken bei allen Speakern dieser Konferenz plus dem Advisory Board. Ich würde sagen, die haben einen großen Applaus verdient. Bitte noch einmal ganz kräftig, bitte. Und last but not least natürlich vor, hinter, neben den Kulissen natürlich das Team von SNS Media, Marketing, Sales, Orga, Programmteam, Redaktion und die Technik, auch wenn er über das Wi-Fi gemeckert hat. Ich glaube, es hat insgesamt ziemlich gut funktioniert. 2000 Leute sind wirklich eine Mega-Last darauf. Ja. Bitte da auch nochmal für meine vielen Kollegen großen Applaus für die tolle Arbeit. Und last but not least natürlich riesengroßes Dankeschön an euch alle, dass ihr dabei wart. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, ihr habt noch einen guten Restnachmittag und morgen, falls ihr dabei seid, gute Heimreise, einen schönen Mai, ein schönes Restjahr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.